Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio André Schünke. Hallo und willkommen zum Nachtmagazin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und bevor wir natürlich auch heute Abend wieder auf die verheerende Lage nach den Unwettern im Westen schauen, vorher noch der Blick auf einen riesigen Streit, der seit Jahren die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA belastet. Der Streit um Nord Stream 2, die Leitung, mit der russisches Gas direkt in die EU geliefert werden kann, unter Umgehung der Ukraine. Eine Tatsache, die den Amerikanern heftige Bauchschmerzen bereitet hat, und schon unter Trump hatte Washington deshalb ja Sanktionen verhängt. Seit wenigen Stunden nun aber gibt es eine Einigung in diesem Streit. Und Stefan Stuchlik fasst sie zusammen. Vor wenigen Tagen besucht erst der ukrainische Präsident Selenskyj Deutschland. Sein Land wird mit der neuen Pipeline umgangen, droht damit Geld zu verlieren. Es führt aber auch gerade einen Krieg gegen russische Kräfte auf eigenem Boden und fürchtet mit der Pipeline Erpressbarkeit durch den Kreml. Ein Gasdeal auf dem Rücken der Ukraine, das müsse in der Vereinbarung ausgeschlossen sein. Das fordern fast alle Parteien in Deutschland. Die Interessen der Ukraine müssen gewahrt bleiben. Es darf nicht dazu kommen, dass der Kreml Gaslieferungen als Druckmittel für uns oder die Ukraine einsetzen kann. Und wenn das jetzt ausgeschlossen werden kann, wäre es ein großer Fortschritt. Das ist auch die Bedingung Washingtons. Merkel muss beim amerikanischen Präsidenten Biden ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Bidens Vorgänger Trump hatte versucht, den Weiterbau mit Sanktionen zu verhindern. Nun kann zu Ende gebaut werden, unter folgenden Bedingungen. Deutschland oder Europa ergreifen Maßnahmen bei aggressiven Handlungen Russlands. Weiter. Es gibt 1 Milliarde US-Dollar für erneuerbare Energien in der Ukraine, davon zunächst 175 Millionen aus Deutschland. Und es wird eine Verlängerung des Ukraine-Russland-Gasvertrags bis möglichst 2034 angestrebt. Erleichterung in Mecklenburg-Vorpommern. Wir begrüßen die Einigung. Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline, muss fertiggestellt werden. Und die amerikanischen Sanktionen, die Drohungen, haben wir nie für richtig gehalten. Wir stehen immer hinter diesem Projekt. Und deshalb ist es gut, dass es jetzt auch eine Einigung gibt. Streit gab es seit der Eröffnung der ersten Leitung. Kanzlerin Merkel sei für das Projekt, da sie ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern habe, sagen Kritiker. Ex-Kanzler Schröder, der jetzt für die Nord Stream AG arbeitet, habe für zu viel russischen Einfluss gesorgt, sagen die anderen. SPD und CDU hätten einen großen Fehler zu verantworten, meinen die Grünen. Dass jetzt weitergebaut werde, sei fatal. Tatsächlich ist das ein Tag, wo sich Putin und Gazprom gegen die europäischen Interessen und gegen die Interessen der Ukraine und gegen die Interessen des Klimaschutzes durchgesetzt hat. Angela Merkel telefonierte noch am Abend mit Präsident Putin. Der Kreml lobte das deutsche Engagement für das ausschließlich wirtschaftliche Projekt. Und damit zu Tobias Reckmann in Washington. Russland spricht also von ausschließlich wirtschaftlichen Interessen. Glaubt man Putin das in den USA? Nein, das glaubt man ganz sicher nicht. Und das ist deswegen auch in den USA innenpolitisch ein ganz explosives Thema. Es gibt im amerikanischen Kongress massiven Widerstand gegen diese Pipeline von beiden Parteien. Der Ted Cruz, das ist ein sehr einflussreicher republikanischer Senator, der hat vorhin direkt getwittert, das Ganze sei eine Katastrophe für die Amerikaner und auch für ihre Verbündeten. Aber die Biden-Regierung musste offenbar einfach realistisch sein. Die Pipeline ist zu 90% fertiggestellt und es wäre einfach eine sehr, sehr große Belastung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen gewesen, hätte man jetzt weiter an dem Veto oder an der Verweigerung gegenüber der Pipeline festgehalten. Und gerade weil man aber Russland misstraut, hat man sich eben darauf geeinigt, Maßnahmen zu ergreifen, sollte Putin diese Pipeline als Waffe verwenden. Und es ist übrigens auch ein kleines Detail dieses Tages, dass man direkt im Umfeld dieser Einigung bekannt gegeben hat, dass der ukrainische Präsident Selenskyj Ende August hier nach Washington kommen wird. Das heißt also kurz gesagt, für die Amerikaner ist dieses Ja zur Pipeline ganz eng verbunden mit einem ganz klaren Bekenntnis zur Sicherheit der Ukraine. Dankeschön, Tobias Reckmann nach Washington. Vermutlich sind Ihnen diese Bilder schon das eine oder andere Mal begegnet, vorher und nachher. Sie zeigen nämlich einfach so extrem deutlich, wie heftig der Starkregen im Westen die Flüsse hat anschwellen lassen. Hier zum Beispiel Erftstadt vor dem heftigen Unwetter vor 9 Tagen und dann danach.
Ausmaße, mit denen schlichtweg niemand gerechnet hatte. Ähnlich heftig in Altenburg im Ahrtal. Hier war wirklich Land unter im sprichwörtlichen Sinne. Es wird wohl Jahre dauern, bis der Ort zumindest halbwegs wieder so aussieht wie vor der Flut. Menschen haben alles verloren, was sie sich mal aufgebaut haben. Und die Schäden gehen in die Milliarden. Bund und Länder haben nun schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen. Céline Joost. Das Ausmaß der Verwüstung noch immer erschreckend. Die Aufräumarbeiten wie hier in Ahrbrück in Rheinland-Pfalz laufen weiter. Ein Ende zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Sicht. In diesen Häusern direkt an der Ahr hat Nikolaus Sicken mit seiner Familie gelebt. Unser Vater hat das für uns mit aufgebaut, sein Lebensprojekt war das. Er hat immer gesagt, mach ich für meine Kinder. Sprachlosigkeit auch noch Tage nach der Flutkatastrophe. Doch immerhin staatliche finanzielle Unterstützung soll es jetzt so schnell und unkompliziert wie nur möglich geben. Die Bundesregierung hat heute die Weichen für die Soforthilfen gestellt. Die Zusage, die wir jetzt geben wollen, ist, dass diese Aufbauhilfe gleich beginnen kann und dass wir sie zusammen mit den Ländern auf den Weg bringen, damit dort all das Notwendige getan werden kann, um Infrastrukturen, um kaputte Häuser wiederherzustellen, um kaputte Schulen, Krankenhäuser, alles Mögliche, was dort zerstört worden ist, wieder in Ordnung zu bringen. Rund 400 Millionen Euro Soforthilfe wollen Bund und Länder zur Verfügung stellen. Wie das Geld ausgezahlt wird, entscheiden dann die Länder. In Rheinland-Pfalz beispielsweise sind bis zu 3.500 Euro pro Haushalt geplant. Die Soforthilfen sind ja vor allem eine Unterstützung für die Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Und deshalb ist es gut, dass man diesen Menschen jetzt in den nächsten Tagen hilft, dass dies unbürokratisch erfolgt. Das scheint mir ganz wichtig, dass da jetzt nicht große Einkommens- oder Vermögensüberprüfungen stattfinden. Für den Einsatz von Bundeswehr, THW oder der Bundespolizei verzichtet der Bund auf eine Rückerstattung durch die Kommunen. Aber nicht nur finanzielle Unterstützung für die Betroffenen, sondern vor allem auch seelischen Beistand für alle, fordert Katrin Göring-Eckardt. Ich glaube, es braucht einen Sonderfonds für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, wo auf der einen Seite dafür gesorgt wird, dass da, wo Material verschlissen ist oder dass da, wo etwas fehlt, auch nachgelegt werden kann. Aber es geht eben auch um einen Fonds für die psychosoziale Betreuung, für Notfallseelsorge etc. Auch das brauchen diese Menschen dringend. Eine Forderung, die vermutlich hier im rheinland-pfälzischen Ahrbrück von vielen Menschen angesichts der Schäden geteilt wird. Mai schoss nach der Flut. Der 900-Einwohner-Ort fast komplett zerstört. Drei Menschen haben hier ihr Leben verloren, zwei werden noch vermisst und doch muss es weitergehen, irgendwie. Bis Freitagabend waren die Menschen auf sich allein gestellt, dann kam erste Helfer der Bundeswehr. Aniko Schweiger und Antje Ernzerhoff sind aus Bad 9a gekommen. Ihr Elternhaus ist schwer beschädigt, die Mutter konnte mit dem Hubschrauber gerettet werden. Alle unsere Freunde haben ihr Zuhause verloren. Wir haben Glück, wir haben unser Zuhause noch, aber keiner unserer Freunde. Viel, viel schlimmer ist es. Freunde haben Menschenleben verloren, Kinder verloren. Deswegen haben wir alle noch sehr großes Glück, aber wir sind trotzdem sehr bewegt hier, dass einfach nichts mehr vom Ahrtal da ist. Wir sehen, die ganzen Häuser sind kaputt. Wir haben, die Menschen haben ihre Existenzen verloren, wie meine Schwester gerade schon sagte. Das ist ein Totalverlust alles hier, aber diese Verluste, meine Mutter hat ihren besten Freund verloren, der ist auf dem Dach gesessen und ist mit dem ganzen Haus weggeschwemmt worden. Dass es dann zu allem Leid noch Menschen gibt, die versuchen zu plündern, das vielleicht letzte kleine Andenken, was die Wassermassen verschont haben, auch noch zu stehlen, macht sie fassungslos. Doch bewegt sind sie auch von der Welle der Hilfsbereitschaft innerhalb der Ortsgemeinschaft und von außen. Das gibt ihnen Kraft. Und auch jede kleine neue gute Nachricht. So soll bis Samstag die Schotterstraße ins Dorf geteert sein. Dann können Hilfslieferungen und Gerätschaften den Ort besser erreichen. Dieses Auto hier, das sieht ja auf den ersten Blick erstmal aus wie ein Polizeiauto. Auf den zweiten aber steht dann da Peace- und Friedensfahrzeug, was auch immer das heißen soll. Mit genau diesem Transporter fahren schon seit Tagen Corona-Leugner durchs Katastrophengebiet. Sie und auch Rechtsextreme mischen sich unter die vielen, vielen Helfer und versuchen offenbar nicht in erster Linie Hilfsgüter zu den Flutopfern zu bringen, sondern Falschmeldungen und rechte Ideologie. Report Mainz hat vor Ort recherchiert. Die Aloysius-Schule in Ahrweiler. Hier haben Freiwillige ein Hilfszentrum aufgebaut. Maximilian Eder will uns zeigen, was sie hier machen. Das hat gereicht. So, sie können jetzt weiter. Wir gehen in die Aula der Grundschule.
Hier lagern Lebensmittel für Flutopfer. Die gesamte Schule wurde den Helfern von der Stadt zur Verfügung gestellt. Mehrfach versicherte uns, alle hier wollten nur eines: helfen. Ein Riesenkonglomerat aus Menschen, die das aus humanitären Gründen hierher bewegt und die notleidenden Menschen hier vor Ort helfen wollen. Darum geht's. Geht es nur darum? Im Interview gibt er sich unpolitisch, betont, dass die Hilfe im Vordergrund stehe. Doch bei unseren Recherchen stoßen wir auf mehrere Auftritte von ihm bei Corona-Demos, zuletzt vergangene Woche in München. Dort macht Eder massiv Stimmung, behauptet, Masken und Corona-Tests seien schädlich. Und auch das Testen der Kinder, wo man in der Nase rumbohrt und sie gesundheitsschädigend behandelt und dann sagt, es ist zu ihrem Wohl, wie vorher schon ausgeführt, ist eine Riesensauerei. Und auch das muss sie aufhören. Selbstverständlich. Und er ist nicht der Einzige aus dem Querdenken-Umfeld, der in Ahrweiler mitmischt. Auch andere Aktivisten mobilisieren über den Messenger-Dienst Telegram Hilfstrupps für das Camp in Ahrweiler. An diesem Tag soll eine ganze Busladung ankommen, organisiert von der Gruppierung Honk for Hope, die mit führenden Köpfen der Corona-Leugner-Szene in Verbindung steht. Sogar Rechtsextremisten sind vor Ort. An der Grundschule hatte er bis vor kurzem seine Zelte aufgeschlagen. Nikolai N., der Holocaust-Leugner, postet seit Tagen immer wieder Videos aus Ahrweiler und nutzt die Krise, um Stimmung gegen den Staat zu machen. Ein Polizeiwagen steht da, da sitzen ein paar Leute drin und gucken raus. Sonst nichts. Das ist großartig, weil wir dadurch endlich in die Selbstverantwortung kommen und zeigen können, dass wir diese ganzen BRD-Organisationen gar nicht brauchen. Gestern Nachmittag wird der politische Hintergrund mehrerer Helfer im Camp bekannt. Zahlreiche Ehrenamtliche sind geschockt, so wie Ulf Ronneberger. Er sagt, er habe das Camp mit aufgebaut, sie seien unterwandert worden. Solche Leute sind hier einfach nicht willkommen. Wir wollen solche Leute hier nicht haben und wir werden das auch in Zukunft ablehnen und wir werden die verweisen. Jetzt sind 50 Leute gegangen, es wird aber sicherlich die nächsten Tage was passieren. Und was sagt Maximilian Eder dazu? Ich werde so lange hier bleiben, wie es irgendwo einen Sinn macht und irgendeinem Menschen hier helfen kann. So lange bleibe ich hier. Heute Morgen haben wir erfahren, dass er das Hilfszentrum verlassen hat. Hat ja nicht lange gehalten, das Versprechen. Wenn Sie den Flutopfern ohne irgendwelche Hintergedanken helfen wollen, dann können Sie zum Beispiel hier Geld spenden. An die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD-Hochwasser, Spendenkonto DE 62370205, 6 mal die 0 und dann 102030. Oder einfacher und mit deutlich weniger Zahlen im Internet unter aktion-deutschland-hilft.de. Es scheint gerade so, als würden die Naturkatastrophen auf der Welt einfach kein Ende nehmen. Auch in China hat es jetzt massiven Starkregen gegeben. In der chinesischen Metropole Changzhou haben Straßen sich in reißende Flüsse verwandelt. Menschen warten dadurch hüfthohes Wasser. Autos schwimmen einfach so davon. Und auch die U-Bahn ist vollgelaufen. Mindestens 25 Tote wurden bislang gemeldet. In der zentralchinesischen Provinz Henan sind es die heftigsten Niederschläge seit Jahrzehnten. Etwa 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Wassermassen schießen die Treppen einer U-Bahn-Station in der Millionenmetropole Changzhou hinunter. Hunderte Fahrgäste werden in den Waggons von den Fluten überrascht und im Tunnel eingeschlossen. 12 Menschen kamen allein bei der Überflutung der U-Bahn ums Leben. Mehr als 500 konnten offiziellen Angaben zufolge aus den Schächten gerettet werden. Wir mussten die Fenster einschlagen, um Luft zu bekommen, sonst wären wir in diesem Zugabteil erstickt. Alle haben sich am Geländer des Tunnels festgehalten, mehr als ein Dutzend Leute. Wir sind zusammengeblieben und haben uns langsam vorwärts bewegt. Das Wasser stand uns bis zum Hals. Die Strömung war so stark, dass einige mitgerissen wurden. Ausgelöst wurden die massiven Überschwemmungen von den schwersten Regenfällen seit Jahrzehnten. Insgesamt soll mehr als 1 Million Menschen betroffen sein. Es werden weitere Todesopfer befürchtet. Und wieder unfassbare Bilder. Und da bleibt natürlich die Frage, wie man Menschen vor solchen Unwettern künftig effektiver warnen kann. Diese alten Sirenen, die könnten da zu ungeahnter neuer Bedeutung gelangen in Deutschland. Ein weiterer Vorschlag dagegen wirkt dann doch ein bisschen zeitgemäßer. In den USA, in New York, wo ja vor kurzem auch die U-Bahn überschwemmt wurde, da wird schon seit fast 10 Jahren per SMS gewarnt. Einfach so eine Nachricht auf jedes Handy.
Und in New York, da ist mein Kollege Marc Steinhäuser. Hast du denn schon mal so eine Warnung direkt aufs Handy bekommen? Ja, erst vor wenigen Tagen gab es auch hier wegen Starkregen eine Warnmeldung auf alle Handys. Und da wurde auch davor gewarnt, die U-Bahn zu nutzen. Auch hier waren einige Stationen dann unter Wasser. Das hat hier jeder bekommen. Übrigens auch, wenn man hier mit einem deutschen Handy und einer deutschen Handynummer unterwegs ist, bekommt man das einfach automatisch als Warnung aufs Handy. Das zeigt, wie ernst die Amerikaner das nehmen. Sie haben über 100 Millionen Dollar ausgegeben im Kongress, damit das landesweit installiert werden kann. In Krisenzentralen im ganzen Land, auch der Nationale Wetterdienst ist da angeschlossen. Da werden diese Meldungen dann erstellt und da können die Mitarbeiter, wie hier etwa in New York City im Amt für öffentliche Warnung, dann sehr präzise Stadtteile, einzelne Straßenzüge auswählen, die die Warnmeldungen dann direkt aufs Handy bekommen. Und vor was genau wird dann da so gewarnt? Vor extremen Wetterverhältnissen, aber auch etwa bei Schießereien oder Amok-Situationen gibt es diese Meldungen. Technisch ist das Ganze so gelöst, dass es eine Vorrangschaltung gibt bei den Mobilfunkanbietern, die sich hier freiwillig dazu bereit erklärt haben, das zu installieren und da mitzumachen. Und dann ist es so, dass das Ganze keine Standortdaten braucht und auch keine Handynummern speichert, sondern dass dann über die Funkmasten einfach jeder, der in dieser Region ist, die man anwählt, diese Meldungen bekommt. Aber wenn das dann doch ziemlich oft passiert, nehmen die Menschen diese Warnung dann noch wirklich ernst? Die Sorge gibt es hier auch. Die Behördenleiterin hier in New York City sagt etwa, man dürfe das nicht zu oft einsetzen, dann würde die Bevölkerung abstumpfen. Man ist hier deutlich sparsamer als landesweit. 60.000 dieser Meldungen gab es landesweit in den letzten 10 Jahren. Die Hitzewelle diesen Sommer hat aber gezeigt, was das bewirken kann. Denn in New York gab es auch extreme Hitze und da hat die Behörde hier davor gewarnt, noch mehr Strom zu verbrauchen. Und man sollte nicht mehr Mikrowellen und auch nicht mehr Spülmaschinen verwenden, sonst könnte die Stromversorgung in New York zusammenbrechen. Und das hat schnell gewirkt, sagt hier die Stadt. Innerhalb weniger Minuten sei nach dieser Warnmeldung das Ganze dann runtergegangen, der Stromverbrauch runtergegangen. Es wirkt für die meisten nur wie eine SMS, aber es ist doch sehr viel hilfreicher und nützlicher für die Behörden hier. Klingt effektiv. Marc Steinhäuser, danke nach New York. Ja, noch zweimal schlafen, dann ist Olympia. Die ersten Geisterspiele werden dann ohne Publikum an den Sportstätten offiziell eröffnet. Für Stefan Kunz und seine DFB-Auswahl beginnt das Turnier in Tokio aber schon morgen. Und zwar 13.30 Uhr unserer Zeit ist Anpfiff. Das erste überträgt dann live die Partie gegen Olympia-Titelverteidiger Brasilien. Vor 5 Jahren in Rio, da hatte die Seleção Deutschland im Finale ja erst im Elfmeterschießen besiegt. Wollen wir mal so sagen, Kunz und sein Team haben da durchaus noch eine Rechnung offen. Die Vorbereitungszeit war nicht allzu lange. Dennoch wirkt Trainer Stefan Kunz zuversichtlich. Und das, obwohl er nur über einen schmalen 18er-Kader verfügt. 22 hätten mitfahren dürfen, es fanden sich aber nicht mehr. Selbst für den Klassiker nicht. Deutschland-Brasilien ist immer ein Highlight für alle. Ich glaube, da werden auch viele vorm Fernseher sitzen. Von daher können wir die Fußballwelt und auch die Fans in Deutschland begeistern. Und das ist das, was wir vorhaben. Max Kruse ist der erfahrenste in Reihen der DFB-Olympia-Auswahl. An seiner Seite schuften sie und wachsen gerade zusammen, um womöglich Großes zu schaffen. Bei der Wiederauflage des Endspiels von vor 5 Jahren, damals war es nämlich Neymar, der Brasilien Gold sicherte in Rio, in einem dramatischen Finale. Deutschland-Brasilien, ein Spiel der Emotionen, egal ob in Brasilien oder einst und jetzt in Japan. Und dennoch ist nun nicht die Zeit für Romantiker. Es ist immer ein neues Spiel und das spielt keine Rolle. Und wir zeigen auch keine Tore oder keine Szenen aus dem Spiel. Stefan Kunz managt die Mannschaft auf seine Weise, besucht spontan das Olympische Dorf, um mal Menschen zu treffen, angesichts der vielen Kontaktverbote rund um diese Spiele. Es ist dieses olympische Gefühl, dieses olympische Flair, der olympische Spirit, der so dieses, also Schmetterlinge, kenne ich jetzt eher, als meine Frau kennengelernt habe, aber das ist eher so das, was einem jetzt so ein bisschen Vorfreude vermittelt. Spaß haben und gewinnen. Kein schlechtes Motto für den Olympia-Auftakt. Seit heute steht auch fest, wer die Olympischen Spiele 2032 ausrichtet. Die Wahl fiel auf die australische Metropole Brisbane. Der Kontinent darf sich damit dann zum 3. Mal als Olympiagastgeber feiern. Nach 1956 in Melbourne und im Jahr 2000 in Sydney. Ich finde, da kann man dann auch schon mal ein Freudenfeuerwerk zünden. Auch wenn es zuletzt überhaupt keine Mitbewerber mehr gab. Ob der Nachthimmel auch bei uns klar und feuerwerkstauglich wird morgen? Hier sind die Aussichten.
gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken mit den größten Wolkenanteilen in der Mitte Deutschlands, den meisten Sonnenschein im Süden und nur vereinzelt Schauer bei 18 bis 30 Grad. Thorsten Schröder meldet sich wieder mit der nächsten Tagesschau gegen 2.10 Uhr. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Fernsehfilm Was wir wussten, Risikopille. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.